Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Alone in the Dark. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt spannende Unterhaltung und viel Spaß. So, die letzte Zierscheibe haben wir gefunden in Cassandras Zimmer, vielmehr in einer kleinen Glasvitrine. Wieder mit einem Schloss versehen, dreistellig. Den Code könnt ihr anhand oder konntet ihr anhand der Medizinflaschen am Fenster lösen. Da möchte ich nicht zu viel spoilern, sonst guckt euch einfach die letzte Folge an. So, wir haben jetzt alle Scheiben, alle Zierscheiben und müssen jetzt hier ein Bild uns, ja, ein Bild schaffen. Was auch immer auf diesem Bild drauf ist, weiß ich nicht, aber ich glaube eine Kirche. Ich kann zumindest hier eine Kirche erkennen. So, und wir gucken mal. Ich meine, das müsste an für sich hier schon passen. Die Ecken, ah, okay, die Ecken sind fest. Ah, alles klar, okay. So, dann gucken wir mal, was muss denn da, oh Gott. Also die Kirche machen wir erstmal, die drehen wir erstmal. Die muss höchstwahrscheinlich, vielleicht so hin, keine Ahnung. Nee, warte mal, das kommt da glaube ich nicht hin. Ich glaube, wir haben. Oh Gott, was ist das nochmal? Was muss ich denn hier machen? Das. Ah, so ein Blödsinn. Nee, das muss hier hin. Ja, das passt. Und. Ah, das passt nicht. Oder passt das? Ah, naja, es würde doch, da würde es schon hinpassen. Aber dann passt das doch nicht. Dann ist das nämlich hier. Nee, das stimmt nicht. Oh, wow. Okay. Wow. Warte mal, da muss eine Wolke. Ja, wieso, aber dann ist es doch die hier, oder was? Ja, möglich. Okay. Dann haben wir da eine Kirche. Ne, die Kirche muss weiter runter. Moment, wir haben hier. War das hier vielleicht? Oh, das hat es in sich, das Rätsel. Warte mal, ich weiß gerade gar nicht, wie das hier sein soll. Was ist denn das? Moment, das oder muss das noch weiter runter? Das da. So. Aber dann stimmt das oben nicht. Und das stimmt auch nicht. Moment, da ist ja ein Holz. Ah, Moment, nee, da ist ein Haus drauf. Nee, das muss. Ach nee, Moment mal, das muss dann hier hin. Und dann muss die Kirche hier hin. Oder? Keine Ahnung. Moment mal. Das da. Moment, das stimmt ja auch nicht. Moment mal, wenn das die Strahlen sind, dann muss das hier. Boah, das ist cool. Ich liebe solche Rätsel. Also, Moment.
Das muss hier 100. Das muss da. Das passt jetzt hier. Und das hier. Nee, das ist ja eine Wolke. Ach, Mist. Ah, warte mal, da haben wir, okay, das passt auf jeden Fall. Wo haben wir denn hier noch? Okay, und das hier kommt hier hin. So. Das passt auch. Ich glaube, der hier ist falsch. Der ist falsch. Strahlen. Nee. Ach Gott. So wohl eher. Okay, und dann haben wir die Wolke hier. Der ist definitiv falsch. Ah, der war aber richtig. Der muss hier hin. Nein. Nein. Hier. Jetzt haben wir es gleich. Nö. Okay, irgendwas stimmt nicht. Moment, Moment. Irgendwas stimmt nicht. Das ist hier komisch hier. Ja, da muss das hier hin. Und das hier. Hier hin. Yes! Wow! Ist er wieder alles kaputt hier? Ach nee. Und nu? Nine.
7, 5, 9. 7, 5, 9. Schreiben wir mal auf, 7, 5, 9. Keine Ahnung. Sieben, fünf, neun. So, also. Es war, glaube ich, von innen nach außen, gell? Nein, von innen nach außen. Sieben. Was ist denn da das Ding? Ah, hier. Sieben. Fünf. Ist der Ding? Ach, da. Fünf. 9. Wo ist das Ding? Hier. Nee. Nee, stimmt nicht. Oder 9, 5, 7. Moment. 7 haben wir 7? Ja, 7 haben wir. 5 haben wir. Oder 957, dann machen wir mal 957. 9. Oder was? Moment. Sieben, fünf, neun. Sieben, fünf, neun. Sieben, fünf. Gibt doch gar keine anderen Möglichkeiten mehr jetzt hier. 759, 957, 5, 579, haben wir das schon probiert? 579.
975. Hetzer, mein Gott. Das schwarze Glas zeigt wieder einen anderen Raum. Das muss der Weg zu einer weiteren Weinkeller ist das. Von Jeremy sein. Der Weinkeller, der ist ja gleich in der Nähe. Der Weinkeller. Warum geht die Tür auf? Hä? Moment, was? What? Na super. Ich wusste es. Ich wusste, es würde funktionieren. Jetzt sind wir du wirst hierbei richtig gut, Cornby. Vielleicht sogar zu gut. Na, hervorragend. Auf dem Friedhof. Haben wir Patronen, oder? Nee, doch nicht. Die Familiengruft der Hartwoods. Emilys Familie scheint ja in New Orleans tiefere Wurzeln zu haben, als ich dachte. Und ich hatte sie für einen Yankee wie mich gehalten. Der Segen, Schlüsselgegenstand. Okay. Was ist das? Und das müssen wir da einsetzen wahrscheinlich. Na, was haben wir denn hier? Oh, und drehen müssen wir es auch noch. Okay. Hab es. Oh, Hammer. Vorschlaghammer. Das ist gut.
Es war die Kapelle, über die Jeremy in seinem Buch geschrieben hatte. Mit ein bisschen Glück würde Carnby den alten Mann bald eingeholt haben. Er musste nur einen Weg in die Kapelle finden. Mhm. Ja, ich weiß schon wie. Ich möchte aber erst mal gucken, ob wir hier safe sind. Scheint so. Jeremy hat diese Kapelle in seinem Buch skizziert. Wir brauchen drei Scheiben. Die muss also wichtig für ihn sein. Aber offenbar brauche ich mehr Medaillons, um sie zu öffnen. Ja, Medaillons. Aber einen kann man setzen. Ja. Okay. Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Ah, okay, wir dürfen sie nicht dort lassen. Wow, geil. Nachts auf dem Friedhof mit lauter Zombies und wir müssen noch zwei Medaillons finden. Na super. Mal hier. Achso, das war so Spitzhacke. Ja, lass mal einen Vorschlag. Kann man, finde ich gut. Da sind wir gekommen, oder? Ja. Nee. Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, jetzt bitte nicht verirren. Moment. Ah, doch, von da sind wir gekommen. Scheiße. Und dann sind wir links gegangen. Okay, wir gehen jetzt mal gerade. Boah, das, da kommt doch wieder gleich was raus. Sehe ich doch jetzt schon. Na was? Oh nein, kann ich da etwa lang? Schuss nur noch. Oje, oje. Das ist nix. Moment mal. Ist das hier? Können wir hier noch mal irgendwo anders lang gehen? Nichts mehr. Oh, Mann. Oh, stopp. Nee, das war die Spitzhacke. Gab's doch nichts mehr.
Hm. Gar nicht so einfach. Wo finde ich jetzt die zwei Medaillons? Darüber. Ach Gott, ach Gott. Okay. Okay, der läuft umeinander. Wunderschön.
jetzt ist hier ein Schluss mit lustig. Ich glaube, wir haben alle. Wenn wir uns wieder auf die Sachen konzentrieren. Raufel? Nö. Kohlenkugeln. Ui, 12 Stück. Wechseln wir mal. Was haben wir denn mit der noch? Oh Gott. Das genau. Tricks. Läuft schon wieder einer umeinander. Sag ich doch. Komm her. Komm zu mir. Ist das verwinkelt hier alles? Oh mein Gott. Ui, Schrotflinten. Ich glaube, da müssen wir mit der nächsten Folge weitermachen. Das werde ich nicht alles schaffen. Jetzt hast du Angst, gell? Oh, da ist noch eine, endlich. Sehr gut, noch eine. Ich mit dem Kreuz zu. Geht's noch? So, eine noch. Aber wo ist die? Oh, Alter! Lauf! Nachgeladen, die haben die nachgeladen. Lauf! Oh, mein Gott. Ah.
So, warte mal, der ist da rausgekommen und der andere ist da noch was. Ah, sehr schön. Sieht gut aus. Ach so, dann müssen wir hier erstmal die 2 einsetzen, um an die dritte wahrscheinlich zu kommen. Ob das mal stimmt. Also warte mal, dann müssen wir das hier... Naja, ich glaube zwar nicht, dass das stimmt, aber wir probieren es trotzdem aus. Bewegen... Nö, bewegen geht nicht. Nur so. Ach so, man kann es nicht drehen, oder wie? Dann machen wir so. Auch nicht. Wieso kann man es nicht drehen? Kann man es nicht drehen? Ah, vorher müssen wir es drehen. Okay. Sagt es doch. Right. Einfach zu viel. Ich muss weg hier. Wohin? Ich will da laufen, geht noch nicht. Lauf, halt. Ich habe keine Kugeln mehr. Thank you.
nix mehr hier. Doch, 11 Schuss. Oh, meine Güte, nee. Und was hat das jetzt gebracht? Brauchen immer noch das dritte Medaillon. Ah, und das ist hier. Das ist ja praktisch. Das Opfer. Sehr schön. Na, was haben wir denn hier? Dann hat sich's ja gelohnt. So, dann müssen wir jetzt zur Kapelle. Und da ist sie. Ach, Gott sei Dank ist es vorbei. Ja, und mit dieser Folge ist es jetzt auch vorbei, meine Lieben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Dann schauen wir, was wir mit den drei Medaillons an der Kapelle alles so anstellen können und ob wir eventuell Jeremy finden. Ich bin sehr gespannt. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.